So, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Origins und wir machen weiter. Ich musste gerade ein bisschen aufräumen, weil ja, es war tatsächlich kein Speicherplatz mehr vorhanden auf meiner Platte. Ich habe ziemlich jetzt so viel aufgenommen mittlerweile. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Das war hier rüber reisen. Wir wollen noch den mangelnden Glauben machen und dann geht's ins Finale. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Wir haben jetzt kurz 10 nach 10. Ja, das könnte funktionieren. Das könnte von der Länge her funktionieren. Wissen wir aber. Mal schauen. So. Ich habe noch gute 2,5 Stunden, bis ich arbeiten muss. Also, ich beginne habe. Doch, wir wollen noch schnell was machen. Ich will es eigentlich gerne heute Abend, heute noch fertig kriegen, heute früh. Und dann bin ich durch. Dann passt das soweit. So viele Leute, die gerade hier ein bisschen quatschen. Wir haben ja die Untertitel an. So, aufrüsten. Haben wir noch irgendwas, was wir aufrüsten müssen? So, verkaufen. Ich will mal Dinge verkaufen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Auch das brauchen wir nicht. Auch das brauchen wir nicht. Auch das brauchen wir nicht. Wir sehen da im Verkauf jetzt Dinge, die wir eh. Eh unwichtig sind. So. Schild des Hilerus, aber das brauchen wir nicht. Auch wieder tolles Antigonus, Metallschilder. So. So, okay. Aufrüsten. Ich möchte gerne, habt ihr was Schwert aufrüsten? Das brauchen wir nämlich immer noch. Das wäre toll. Das haben wir das auch ohne Probleme. So, reparieren oder? Dann nehmen wir das mit und rüsten noch den Bogen mit auf. So, bis denn und weiter geht's. Ich feiere jetzt immer Schwert. Man muss immer mit. Was ist passiert? Wo ich mir auch gerade. Da ist die Mögest Quest. Du in das Land der Duat eingehen. Möge so. Magi, du kommst spät. Die Tippsmänner kamen, um mich zu töten. Das sehe ich. Nicht schlecht für einen Priester, der Blutvergießen verabscheut. Ich war nicht immer Priester. Ich dachte, ich wäre alledem entkommen. Sehetep und ich haben gemeinsam zum Glauben gefunden. Sind gemeinsam dem Tempel beigetreten. Ich wusste, dass er mit sich rang, so wie auch ich. Aber ich muss ihn aufhalten. Keiner darf wissen, dass ihr gegen ihn vorgeht. Nicht, wenn der Kult überleben soll. Es sieht schlecht aus, wenn ein Priester tötet. Ich sollte das tun. Du hast recht. Du findest ihn am nördlichen Tempel. Ich treffe dich dann davor. So, finde und eliminiere Sehetep. Na dann. Da ist er! Für Sehetep! Wie fragst du jetzt? Plant ihn ab! Plankiert ihn! Auf der falschen Seite von Sobek Reisender und am falschen Ort. So, den haben wir auch schon mal erledigt mit dem Kettenwurf. Moin, denn. Ja, jetzt im Tempel ist Sobek in Krokodilupfer ist, aber jetzt müssen wir mal die 4 Clowns hier weg erledigen. Wo ist denn der? Komm her. Wo bist du denn? Da bist du. Mein lieber Freund. Fick dich doch. Das waren Sehetep's Männer. Bringen wir das zu Ende. Ja, das waren definitiv Sehetep's Männer. Deswegen haben sie uns heute auch angegriffen. Haben sie ja schon eh gesagt. Aber es ist mir egal. Die einzigen, die mich hier ein bisschen nerven können, sind diese komischen Zwerge hier. Die Typen hier. Die gehen mir ein bisschen auf den Senkel.
Weiter. Die haben uns gerade halt sich wenig interessiert, auch wenn wir da gerade mal so ein kleines Massaker gemacht haben und haben uns mal kurz vier Leute geholt. Ah ja, also gut, das sind alles ältere Quests, ne? Die sind alle 29, 30, das ist alles noch momentan zu wenig. Wir sind ja 34, wie wir oben rechts zum Beispiel sehen. Und wie gesagt, und dann mal die Quest durch haben, sind wir Level 35 und dann können wir rein theoretisch, ja, so langsam das Ende ziehen. Warte mal. Da ist er doch. Aber sind das Schalter? Sieht nicht so aus, als wären da irgendwelche Feinde. Alles klar. Weiter geht's. Moin, moin. Fuck mich nicht ab jetzt. Ich brauche euch jetzt nicht. Der Haupttempel Sobeks. Seetep ist da drin. Er wird gut bewacht. Ja, ja, war da. Kuckuck. Das ist mir egal, wenn das gerade mittlerweile ist. Ich feiere das Schwert, weil es, wie gesagt, das ein bisschen hilft. Gemeinsam! Scheiße! Der Hotas ist tot! So, das war schon mal sehr Tipp. So, haben wir noch irgendwo einen? War da nicht noch ein zweiter irgendwo? Da. Wir müssen mal aus der Ecke da raus. Komm mal her jetzt hier. So, jetzt. Ich erlege ihn. So, jetzt, wer jetzt? Kommt jetzt her, oder was? Hab ich ja schon erledigt? So, haben wir den jetzt irgendwas erledigt, oder? Ich hab den, glaube ich, jetzt gerade relativ zügig schon mal erwischt. Gut, ich hab den ein bisschen überrascht. Es ist getan. Glaube wird viel zu oft zu Verrat, wie es scheint. Ja. So, weiter. So, dann haben wir das auch. Denkst du, der Magi wird Erfolg haben? Ja, hier, hallo, ich bin fertig. Dann muss das sein. Heute ein Bruder verloren. Hätte ich früher gehandelt, hätte er vielleicht wieder so werden können wie früher. Glaube darf nicht passiv sein, das ist meine Lektion. Wir bauen wieder auf, was zerstört wurde. Doch was ist mit den Soldaten? Sie hatten bei alledem ihre Hände im Spiel. Sie werden sich immer einmischen. Aber bleibt stark. Sie legen sich so schnell nicht wieder mit dem Tempel an. Sobek hat auch Krieger. Du ehrst mich, Magi. Möge Sobek dich ehren. So, damit ist die Quest abgeschlossen. Wir haben, glaube ich, jetzt Level 35, oder? Ja! 35! Wir sind soweit. Gut. Stab des Seetep brauchen wir aber nicht. Gut, liebe Leute. Dann geht's jetzt ins Finale. Die letzte Abwägung. Müssen wir machen. So, jetzt muss ich gerade noch gucken, wo wir hin müssen. Weil wir machen jetzt das große Finale. Das ist irgendwo hier oben. Ach Gott, das ist weit. Ja gut, das sind 10.000, also 9 Kilometer, ne? Bin froh, dass ich die nicht jetzt reisen muss. Alter! Warte, wie wachsen jetzt? Wie weit ist denn das eigentlich? So, habe ich jetzt hier oben irgendwo mal einen. Also habe ich keinen Schnellreisepunkt? Keinen Schnellreisepunkt? Habe ich keinen fucking Schnellreisepunkt gerade? Doch da. Aber wäre einer. Dann reisen wir da hoch. Das macht schon wieder ein bisschen was aus. So, liebe Leute. Ja, ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Und reisen dann in der nächsten Episode ins Finale.
zumindest vorerst, ja, wahrscheinlich. Also ich werde wahrscheinlich hier diese Bestellreisepunkte muss ich noch holen. Ach komm, wir machen es erstmal. Was war hier überhaupt? Aquädukt? Ja, ne? Ja. So, ich will mal ganz kurz noch schnell irgendwo da hoch. Wir müssen nämlich noch einen Schnellreisepunkt holen. Ja, das haben wir dann am Ende doch geschafft. Es hat lange gedauert. Ich habe jetzt, keine Ahnung, wie viele Folgen ein Stück aufgenommen. Also wie gesagt, wir sind irgendwo bei 120, 130 Folgen jetzt mittlerweile wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht dazu gekommen zu zählen. Aufgenommen habe ich angefangen, habe ich gestern früh. Und da wisst ihr Bescheid, was ich jetzt durchgezogen habe. Gestern 3,5 Stunden, jetzt auch schon wieder 2. Ich glaube, wir sind irgendwo bei 36, 37 Spielstunden mittlerweile. Ich will sagen, Valhalla wird wahrscheinlich doch mal ein Tick mehr werden. Versprechen kann ich es euch nicht. Ist auch egal, letztendlich. Ich liebe die Reihe. Es ist jetzt der zweite Assassin's Creed Teil, den ich jetzt mehr oder weniger durch habe. Oder dann durchziehe. Wie gesagt, wir haben ja Black Flag durch. Auch eine geile Story, muss ich sagen. Definitiv. So, ich muss mich noch mal ganz kurz eben so rüberbringen, weil ich muss mal ganz kurz nur schnell den Schnellreisepunkt mitnehmen, weil sonst wäre das einfach zu weit laufen, zu laufen immer. Ach, geh doch da weiter. Da hoch müssen wir. Ja, wir müssen eh Stücke weit reisen. Stimmt, Pferd. Pferd heißt immer Feind in der Nähe. Da oben ist auch ein Lager. Okay, das erklärt's. Ja, Kyrene, da waren wir nämlich noch nicht. Deswegen haben wir den Punkt auch nicht. Ja, wie gesagt, das nächste kann sehr wahrscheinlich die letzte Folge hier bei Assassin's Creed werden. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht auch die vorletzte erst. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, schauen wir mal einfach, was machen. Und ich war gestern tatsächlich, als ich früh aufgenommen habe, ich war echt da kurz davor zu sagen, hier, nee, Ende. Ich beende das Let's Play. Aber nein, wir haben es durchgezogen, weil ich einmal Fehler gemacht habe mit der Chancé-Start. So, wir steigen, darunter müssen wir. Links ist die Stadt, Kyrene wahrscheinlich. So, Weltkarte aktualisiert, sehen uns Wahrnehmung erweitert. Ja, da müssen wir runter. Und dann hüpfen wir mal ins kühle Nass. So, dann haben wir den Punkt auch fertig. Theoretisch könnten wir hier nochmal hin. Und dann sind wir fast da. Wir müssen jetzt nochmal hier rüber. Wie gesagt, das mache ich jetzt noch schnell in der Folge hier. Das ist jetzt noch die alte Folge. Wir können auch mal, wenn ich ehrlich bin. Wir können auch mal unser Reittier kurz holen. Wo ist denn das? Wo bist du? Hier bist du. Weil ich will nur ganz kurz mal den irgendwelche Löwen oder was auch immer. Ich will nur ganz kurz, wie gesagt, die Punkte holen. Nichts Wichtiges. Und danach reisen wir rüber nach. Und dann mache ich Feierabend für heute. Dann reisen wir nicht rüber nach Kyrene. Wir sind jetzt Level 35. Das, was uns empfohlen wird, das Level. Das wollte ich jetzt unbedingt noch mal schaffen. Und wäre noch daneben irgendwas. So, das Apollon-Orakel. So, und hier wäre der nächste Synchro-Punkt, den ich unbedingt noch mitnehmen wollte. Ach, schön. Ja, love it. Ja, ich spiele die PS4-Version auf der PS5. So, gut. Kann ich hier runter oder weiteres? Ja, kann ich. So, Diogles kann in der Agora in Kyrene gefunden werden. Kann man jetzt. Ach, geh doch da runter! Kollege.
Ja, so ein bisschen auch. Ah, ja, ist gut jetzt. Ein bisschen Steine. So. Gut, dann mache ich mich darüber. Ich werde jetzt wahrscheinlich mit. Ja, es gibt eine Möglichkeit zu klettern. Sehr gut. Und herzlich willkommen damit in Kyrene. Und ich werde den Weg darüber nehmen. Ja, aber nicht mehr heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das könnte dann das Finale werden. Hier bei Let's Play Assassin's Creed Origins.